Ich habe die Situation analysiert. Wir brauchen 5 Männer, um den Kreisel zu bedienen. Wir brauchen 5 Männer, um den Kreisel... Ach, das ist ja das gleiche Prinzip. Also wir müssen aus jeder Welt quasi... Jedes Welt. Hm? Langsamer, Dave. Jede Welt hat ein Maskottchen. Jedes Maskottchen hat eine Aufgabe. Und jedes Maskottchen kommt dann hier hin, wenn wir es befreit haben aus der Welt oder die Aufgaben dort gelöst haben und öffnet uns die Gesundheit, den Weg zur nächsten Welt. War das jetzt ein Huster oder ein Nieser? Das überlasse ich dir. Ich überlasse deine Fantasie. Ich werde das hinterher nochmal laut einblenden. Und dann können wir abstimmen. Ja. Irgendwas wollte ich noch erzählen, jetzt habe ich schon vergessen. Ich weiß nicht, ich will dich jetzt nicht mehr darauf vorbereiten, falls irgendwas passieren sollte. Aber das Bild wird gerade etwas pixelig, ne? Also vielleicht ist die Verbindung gleich weg. Aber du hörst mich, glaube ich, noch flüssig, ne? Ja, ansonsten, ich hör dich so überflüssig. Ja, das ist normal bei mir. Aber wenn, dann merke ich das, ja? Dann rufe ich dich wieder an. Oder wir machen mal, wer da hinten ist. Aber hier steht er wieder gerade. Das ist. Am Anfang ist mir das aufgefallen, so in Bad Sonnenaufgang in der ersten Welt, da stand so schräg nach vorne geneigt. So ein paar Grad. Das sah total komisch aus, als wenn das Charaktermodell irgendwie falsch programmiert wurde für ihn. So in den Bereichen. Er wurde quasi mit den 10 Spitzen an den Boden befestigt. Ja, er ist jetzt, also wenn du jetzt ihn jetzt so siehst, du siehst ja, da links sind ja neben seinem Kopf so 4 kleine dunkle Punkte an der Wand. Mhm. So in so einem Quadrat angeordnet, fast in so einer Raute. Ja. Und der linke Punkt davon, der linkeste, der am linkesten ist, der da so in dem Winkellager so nach vorne, so in etwa. So wie er da, also das Aber an sich, also er hatte schon eine gerade Haltung, also er hat sich jetzt nicht nach vorne gebeugt. Der Jäger hat überhaupt keine Haltung, das ist ja das Problem. Der hat keine Haltung. Die übliche Haltung. Zu gar nichts. Stimmt, das ist recht meinungslos. Du hast nicht getroffen, Dave. Also alle haben eine Meinung zu Jäger, aber Jäger hat keine Meinung zu allem anderen. Vielleicht ist es auch richtig so. Das ist auf jeden Fall richtig so. Stell dir mal vor, hier Jäger for President und so. Du hast ja halt nur einen Edelstein, hast du gesehen. Okay. Habe ich den? Den, ach, diesen Pipifax-Roten sogar. Der hätte dir am Ende gefehlt. Weißt du, wie ärgerlich das ist? Ja, kriegst du noch auf die Reihe, welche Edelsteinfarben wie viel wert sind? Ah, sicher. Ja, erzähl, sag an. Rot ist 1, grün ist 2, blau ist 5. Dann kommen die gelben mit 10 und die lilanen, ist das lila, ja, ne? Haben 25. Ich bin erstaunt. Alter, da zieht's ja wie 3 Teile durch. Wenn du eine Leiter oder eine erkletterbare Mauer siehst, spring einfach darauf und halt dich mit deinen Krallen fest. Ich war so erstaunt, ehrlich gesagt, dass ich automatisch zu Jäger gegangen bin, obwohl ich gar nicht wollte. Hilf mir! Vor allem, das ist auch wieder so Spielmechanik, die zwar gut eingebaut ist, so neue Sachen hier, Spyro kann jetzt so klettern, aber, wenn ich mich recht entsinne, kommt das im ganzen Spiel höchstens an 2 Stellen vor. Ja, das basiert, glaube ich, auf dem 2. Teil, weil da hast du das ja richtig gelernt. Und selbst da war das jetzt nicht unbedingt das Klettern? Nötig. Ja. Hast du den 2. Teil überhaupt gespielt? Ja, okay. Natürlich, aber das auch, ich meine, hallo, ich werde auch 24 dieses Jahr. Ja, guck mal, weißt du, wie knackig und frisch ich da noch war? Ach, das Level. Ich glaube, ich mochte das Level nicht. Ich glaube, ich weiß, was wir hier machen müssen. Wir müssen, glaube ich... Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen in diesen Dingern hier müssen wir Licht anmachen. In diesen Laternen-großen Häusern da. Sprichst du gerade vom Könnerpunkt? Ich spreche gerade von der normalen Aufgabe, glaube ich. Ach so. Frage ist dann, wer verfolgt eigentlich wen? Kann es sein, dass du Nein. Kann es sein, dass du dir irgendwie dann hinterher rausgesucht hast, wie die Könnerpunkte gehen teilweise? Wie hab ich das gemacht? Also ich habe zuerst einfach nur gespielt mit dem Wissen, dass es sowas gibt wie Könnerpunkte. Mhm. Wo es gibt, was es gibt und wo es wie viele vor allem gibt, wusste ich nicht. Hast du erstmal selber geguckt? Genau, ja. Ja, genau, erstmal habe ich das alles selbst gemacht. So. Finde ich gut. Auf dem Weg dahin aber wurden mir halt schon ein paar verraten von den Leuten. Was mir nicht so gut gefallen hat. Und dann habe ich mir zumindest schon mal die Level rausgesucht, wo es die gibt. Ich glaube sogar raussuchen lassen. Ich glaube die Julia hat mir es, glaube ich, sogar rausgesucht. Ja, die Julia. Also die hat mir, glaube ich, die Level aufgeschrieben. Ja? Ich habe vorhin gelesen, sie traut sich nicht in den Keller rein, weil da gestern so eine große Spinne war. Sie muss aber in den Keller rein, weil sie den Staubsauger braucht. Um die Spinne zu beseitigen. Ich war gestern noch da, ich war aber zuvor. Also sie hat mich auch nicht darum gebeten. Ach, die war gestern auch schon da, die Spinne, ja. Verstehe. Ja.
Das gibt mir zu denken. Spinnen sind da, wo Dennis ist. Aber wo ich bin, sind keine Spinnen. Ich spreche mal mit dem Kerl hier. Es ist, glaube ich, sinnvoll, ja. Ich dachte, ich wäre erledigt. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin gerade überlegen. Alligator, wird das mit zwei L geschrieben? Alligator? Ich glaube schon, ja. Aber vielleicht bist du von dem Ali, weißt du? Ja. Al-Blali, so ein bisschen. Ich meine aber auch mit zwei L. Guckst du den? Kennst du den? Früher habe ich den eigentlich recht lecker gefunden. Als Let's Player oder als Al-Blali? Weil da war ja Alligator, ich glaube 10, 4... Ich kannte den ja schon vor Al-Blali. Ja, ich auch, ich weiß. Ich bin ja auch schon länger hier im Geschäft, so ist das ja nicht. Aber wie hieß er nochmal? Al-Blali 1024 oder so? Alligator 1024. Ja, meine ich ja. Alligator 1024. Ist der sogar wieder aktiv? Also ich weiß ja nicht genau. Ja, mittlerweile schon. Also ich habe ihn zwar nie so richtig geguckt, aber mal so zwischendurch mal ein Video so hin und wieder. Ich wollte noch bei Funk Royale reinschauen, fällt mir gerade wieder ein, stimmt. Ach, von dem haben wir auch schon seit Ewigkeiten, also nichts Neues mehr gesehen. Ach, das ist ein normaler Gegner. Ich dachte, der will auch mit mir quatschen. Kannst du die Schilder übrigens kaputt machen mit dem Fischenruf? Ich meine nämlich auch, dass ich nämlich damals genau auf den Trichter kam, aber es ist viel zu spät, dass man die Sachen kaputt machen kann. Es tut mir leid, wenn ich dir jetzt hier irgendwas verrate, aber es sind eigentlich oftmals Fragen, die ich mir selbst stelle. Kein Problem, ich glaube, ich wäre da hinterher sowieso noch irgendwie so rätselnd auf die Idee gekommen, also von daher... Ja, ich sag mal, wenn man darauf achtet, so, das ist jetzt nichts unbedingt, worauf man jetzt nicht... Worauf man jetzt nicht kommt. Formuliert doch nicht so komplizierte Sätze, verstehe ich nicht. Ist ja nicht schlimm. Ist das nicht schlimm, wenn ich es nicht verstehe? Nee. Das da oben ist übrigens Funke Mariechen, nenne ich sie, liebevoll. Im ersten Teil hieß sie Hilmtrude, aber da ist auch noch eine andere Fee. Und im zweiten und im dritten Teil ist es Funke Mariechen. Und der Geldsack, den es ja hier gibt, ne, ja, der uns ja für Edelsteine neue Bereiche eröffnet, der hat im zweiten Teil ja eine andere Synchronstimme als hier. Und im zweiten Teil klang er so ein wenig wie, gleichzeitig wie Elton. Und der Sprecher, der Offsprecher von TV Total, den man ja nie sieht. Boah, das weiß ich überhaupt gar nicht. Aber hier hat er eine andere Stimme und deswegen weigere ich mich noch so ein bisschen, den noch Elton Geldsack zu nennen. Das ist spielentscheidend, ich weiß, aber es muss halt auch mal gesagt werden. Ist ein gutes Recht. Selbst wenn es ein schlechtes Recht wäre, das wäre mir sowas von scheißegal. Ich ziehe mein Ding durch. War der Edelstein jetzt überhaupt blau? Wenn nicht, dann habe ich gerade Müll geredet. Also bei mir sah der gerade lila aus. Nee, das ist schon so. Die sind schon lila, die 25er. Es gibt aber auch blaue. Ach, das waren 25er? Na, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall blaue und es gibt lila, ne? Warte mal, da müssen wir gleich mal erstmal drauf achten. Oder verwechsel ich gerade was? Moment. Vielleicht sieht es bei mir auch einfach nur falsch aus. Es gibt, die roten sind eins, die blauen, die grünen. Die grünen sind zwei, genau. Ja. Die blauen sind fünf. Ja, aber ich weiß nur nicht, ob es im dritten Teil anders ist. Ich weiß es nicht. Nee, das ist schon richtig. So. Das Viech macht mir gerade ein bisschen Angst, ehrlich. Ja, mach's tot. Ach, die wollten mich nur blitzdingsen. Ich muss noch Man in Black 3 gucken, glaube ich. Ich habe auch noch nicht gesehen. Aber der soll eigentlich gar nicht so... Da, ist ein Fünfer, oder? Das war ein Fünfer. War das blau? Das war ein blauer. Das war auch ein blauer. Und die sehen bei mir so lila aus. Die sehen auch lila aus. Ja, es ist blau. Hä? Das ist komisch, ne? Aber ja, die lilanen, die sehen halt noch lilaner aus als die lila blauen. Pass auf, jetzt hier kommt wieder. Jetzt kommt hier wieder. Ah, der Abgrund. Ja, also, dann sind die eher so. Die gehen so leicht ins Rosane über, die 25er. Ja, schon. Ja, das ist also. Aber die waren mal richtig blau, die ja, stimmt. Ja, doch, ja. Hast du bin ich jetzt total besoffen? Was ist ich weiß los? Es nicht. Oder bin ich jetzt total besoffen? Ach so. Ich dachte, der ist total besoffen, meintest du jetzt. Nee. Würdest du ihm das nicht gönnen, wenn er besoffen wäre? Na, sowas sage ich nur zu mir selbst. Ich unterstelle sowas nicht anderen Leuten. Ja, da war der Alex, der war ja ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, ne? Oh. Oder ein bisschen sauer auf die Jule. In Anführungszeichen. Ach so, ja. Beim Zug-Zui-Treffen letztes Jahr. Ist das schon wieder ein Jahr her? Nee, noch nicht. Also, es war aber letztes Jahr. So, ja, hör mal. Ja, das ist ein halbes Jahr her. Ja, deswegen. Aber wenn ich sage, das ist schon ein Jahr her, dann meine ich, das war letztes Jahr. Ach so. Okay, das heißt, Weihnachten war ja auch schon letztes Jahr. Boah, ist das schon lange her, du? Ja, sicher, hör mal. Auf jeden Fall. Wow, der schießt auf uns.
der war hinterher irgendwie, der sagte auf jeden Fall irgendwie, ja, die Jule hat ihm ja verboten, dass er hinterher noch mehr Bier getrunken hat. Sonst hätte er mit mir ja noch einen getrunken. Und Spyro geht auch, als wäre er irgendwie, hätte er Lack gesoffen. Ich habe einen lustigen roten Rand bei Skelett. Ist mir jetzt auch aufgefallen. Ist aber normal. Ah, obwohl, ja, nee, eigentlich, wenn du es siehst, nicht. Aber nur wenn alles schwarz ist, ist er rot. Der erscheint dann. Wenn alles schwarz ist, wann ist denn alles schwarz bei Skelett? Wenn du stirbst. Okay. Ah. Du Kacker! Der hat aber auch ein Timing, ne? Das wäre jetzt eigentlich dein Spruch gewesen. Scheiße. Das überlasse ich dir. Ich habe mir das leider auch ein bisschen angewöhnt. Das ist, ja. Ist ja nicht schlimm. Es ist eine Ehre. Ja, ist es auch. Ich habe dich übrigens auch in der letzten Folge eingebaut. Da hatte ich nämlich den Mega-Monster-Schrei meines Lebens. Und da hatte ich an einer Stelle, habe ich auch einfach Fick dich, du Kacker, eingebaut. Vom Zug zu Isol. Ein Homie. Oh. Fick dich Spiel. Das mit den Schildern ist jetzt echt offensichtlich. Also da wäre ich auch, glaube ich, auch selber dann drauf. Ja, weil mir da einfach alles zugeballert ist mit den Schildern. Ja. Und da habe ich Körbe vergessen. Oder? Nee, war ich noch nicht. Das finde ich übrigens auch sehr geil, dass er halt so Sachen, das ist ja auch nicht selbstverständlich in Spielen, die er im zweiten Teil gelernt hat, die jetzt im dritten auf einmal wieder verlernt hat. Also, dass er die hier noch kann, meine ich. Das ja, ich wollte gerade sagen, der kann ihn nur noch. Das ja, finde ich auch alles andere als schön, wenn die nicht mehr könnte. Ich habe mich krude ausgedrückt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das Wort krude benutzt habe. Gab es ja auch irgendwie eine Fähigkeit, wo du dich so an den hier quasi festhalten konntest und dann hochliefen konntest? Also so wie da jetzt in der Art, nur dass du dich quasi so an den Kanten noch festhalten kannst. Nee, ich glaube nicht. Also mit ihm zumindest, vielleicht mit irgendeinem anderen Charakter. Vielleicht ist das auch ein ganz anderes Spiel, woran ich gerade denke. Och Mann, aber das war schon knapp. Wenigstens freuen sich die Piranhas. Das war knapp. Ich mag eigentlich Piranhas, finde ich irgendwie sympathisch, weiß nicht warum. Ich bin noch nie einem begegnet. Würdest du gerne mal? Ich sagen. Was mich jetzt aber gerade ein bisschen spitzig macht, ist, dass die Schüler respawnen. Die, ne? Ja. Ich bin jetzt gerade selbst auch ein bisschen. Vielleicht dachte ich einfach, dass es einfach. Es wird sich anbieten für einen Könnerpunkt, sagen wir mal so. Ja. Kommt hier nicht auch irgendwas noch mit so einem Maulwurf, irgendwie, dem man folgen muss oder ausweichen muss? Kann das sein? Irgendwas kam da noch. Weißt du nicht. Ist bei dir auch schon über 2 Jahre her wieder. Nee, 3 Jahre bald schon. Stimmt, wir haben ja 2015, ne? Ja. Muss erstmal umschalten. Der Michael. Das ist auf der Arbeit immer total ätzend, aber ich schreibe die ganze Zeit immer noch 2014, ey. Ist krass, ne? Jedes Jahr die gleiche Kacke. Ne, die sind alle respawned, die Schüler. Das wäre ein bisschen komisch. Ja, okay. Dann ist es das scheinbar auch nicht. Also dann, Ich sehe auch richtig, ne? Also, da ist ja gerade ein Piranha durch den Boden gesprungen. Gut, okay. Also ich bin gerade echt perplex irgendwie. Weiß nicht, das Spiel macht mich gerade ein bisschen fertig. Das zerstört eigentlich mein Weltbild. Sogar. Denn aktuelles oder? Also ich habe jeden Tag eigentlich ein neues Weltbild. Weil die Welt ist ja auch im stetigen Wandel begriffen. Da habe ich eigentlich die Empfehlung für dich, weil es gibt auch den Weltbildkatalog. Den wäre vielleicht was für dich. Gibt's den überhaupt? Das Weltbild war ja mal irgendwie kurz vor Pleite, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ja, dann tun wir was dagegen. Sollte ich eigentlich, ne? So eine Crowdfunding-Kampagne starten. Oder? Ja, genau. So sauer Crowdfunding. War nicht so gut, ich weiß. Doch, so gut. Also heute habe ich irgendwie, ich habe ein bisschen Lack gesoffen heute. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es dein Einfluss. Das könnte... Rechtfertige dich nicht, Dave. Das ist mein Fehler, ich rechtfertige mich zu oft, ja, ich weiß. Ich habe irgendwie den Drang dazu, weiß ich nicht. Da oben ist ein Ei. Mich zu schlagen. Da sind, warte mal. Ja, vielleicht mal da oben gucken, da ist aber, ich dachte vielleicht, da wäre eine Höhle, dass man da raufkommt. Ah, da ist der Baum. Da ist noch ein Baum. Vielleicht würde ich hier den Gelsack gerne rein. Wäre vielleicht ein bisschen zu einfach, jetzt das einfach rauszufinden, so rauszuprofinden. Aber manchmal, weil einfach ist, komm. Vor allem, woher sieht der? Die Tür ist fest verriegelt. Nur die Kraft der Edelsteine kann hoffen, sie zu verschieben.
Woher weiß der, also gerade wenn wir das erste Mal ihn getroffen haben, da sagt er ja teilweise so, wenn man halt zu wenig hat, du hast nicht genug Edelsteine. Wie sieht er ihm das an? Woher sieht er denn, wie viele Edelsteine ich habe? Habe ich die irgendwie, also, das habe ich mich schon gefragt. Das ist der Monokel. Welch weise Wahl. Das bedeutet mehr Eier für dich und mehr Edelsteine für mich. Das Beste von allem, Spyro. Ich muss nicht mehr in Versen sprechen. Welch große Erleichterung.